So, wow. Willkommen zurück zu Let's Play Smackdown vs. Raw 2010. Stolen von Edge, der Rated R Superstar. Ich wollte jetzt mal kurz noch, bevor ich das mir jetzt einsteige, wollte ich euch nur kurz was bei den Optionen zeigen. Die Spieloption Legende. Oh mein Gott, bin ich verrückt, ey. Dass ich gerade anhatte, hätten wir eigentlich klar sein müssen, weil ich bin eigentlich ein guter Spieler und die konnte mir schnell aus. Deswegen behalte ich auch Legende. Denn ich bin ein Profi in dem Game mal. Ich kann mal was, okay. Noch ein kleiner Hinweis. Ich wollte mich noch nicht entschuldigen. Das hat meine Gründe für meine Auszeit. Wegen sehr, sehr schlechtem PC. Es wird jetzt wieder besser gehen. Der PC ist etwas verbessert. Ich kann wieder damit etwas umgehen. Ich hoffe, die Aufnahmen klappen jetzt mal. Ich hatte schon mal 3 Versuche. Davor wurde noch nicht halt war der PC. Und da waren die Reste miserabel. Sehr miserabel. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass es klappt. Und wir starten jetzt mal. Which of the wir können wir Jesse und Vladimir Kozlov. Dem Vladimir Kozlov, den russischen. Ja, den russischen Wrestler. Keine Ahnung, was irgendwie der russische Brawler. Mr. Kennedy won against an opponent handpicked by Edge. Kennedy's got the goods, JR. That's why he's still holding money in the bank. But this was no cakewalk by any stretch. We'll see how the Rated R Superstar fares against his opponent later tonight. Okay, das heißt. Was heißt das jetzt? Dass mit Secondy Mr. Money in the Bank ist? Oder. Weil er war es ja einmal. Heißt das nur, dass er den Titel nur beibehält? Oder dass das ist? Weil lustige Geschichte, weil. Aber vielleicht mit das auch mal so eintreten. Lustige Geschichte, gab so 2004, 2006, so um den Dreh da, hat Mr. Kennedy den Money in the Bank gewonnen, wurde dann, hat sich dann verletzt und es wurde so von WWE abgespielt, dass ein Edge einen Koffer bekommen hat, so ein Match, Mr. Kennedy gegen Edge und da hat Edge Mr. Kennedy den Koffer bekommen und wurde dann World Champion wieder mal. Ja. Lustige Geschichte, also. Der Hausknüppel ist jetzt ein Stollen entwickeln. Okay, so bleiben wir Kozlov. Ist ein Russe. Also war früher so im World Title Picture. 2008 so rum, 2009. Hat er wegen gegen Triple H und so und wurde so als Allmächtigen dargestellt. Und der Russe, der so alle retten kann. Kam er zur ECW, er wurde immer schwächer und jetzt ist er mit Santino Marella im Team, ist er ein guter und ist mehr so auf Comedy ausgelastet, was auch sehr geil ist. Also ich liebe ihn als Comedy-Typ. Ja, zu Edge. Momentan soll jetzt eine, er ist wirklich unter mir. Was ihr denkt, der Player ist Edge hat, ja, bekannt wie nichts Gutes. Ich glaube, es ist ja gehasst in Deutschland. Ich bin echt ziemlich geil. Und ja, er hat gerade eine Fehde. Edge ist ja gerade bei War. Fehde, ich kenne mal das Problem mit Fehde. Fehde heißt ein Konflikt. Ein Konflikt mit allen, die längere Zeit geht und so weiter. Also eine Storyline. Hat eine Fehde gegen den War gegeben. Also da bahnt sowas an, immer so wird Edge von ihnen so verarscht, immer wieder am Bein gestellt und ja. Edge facing a massive challenge in the form of the Moscow Mall. We've known Edge long enough to realize he doesn't sweat anyone on the WWE roster. So, schön. Müssen wir arbeiten. Ja, ich muss sagen, Edge hat sich sehr gut entwickelt. Er war früher mit Christian ein sehr berühmtes Tag Team. Hat das wohl berühmteste Tables, Ladders and Chairs Match bestritten.
Oder Ladder Match, das war gegen die Dudley Boys, sprich, wenn auch TNA, wenn TNA verfolgt, Team 3D. The Hardys, oder Hardy und Matt Hardy, ja. Und mit seinem Partner, ja. Und er war mit seinem Partner Christian. Ja, und da gab's, ihr müsstet ihn wahrscheinlich den Move kennen, den berüchtigten Spear von der Leiter auf den hängenden Jeff Hardy. Wer ihn nicht kennt, schreibt uns an, ich zeig ihn euch sofort. Also. Shoulders on the mat! Da musst du weiter bearbeiten. Verdammt, aus dem Kontakt. Nein. Verdammt. Okay. Hallo. Will nicht verlieren. Ich habe ja so nebenbei so meine Anzeigen hier und da läuft bis jetzt alles perfekt. Also keine Hacks und so. Oh, wunderbar. Ah, just rope break. Hallo. Eine Schelle gegeben. Nein. Stumbles, nothing compared to Edge Quando, baby. So, ich bin besser. Was? So ein billigen Move hat er. Here he goes again. Spear. Ah, das ist Rope Break. Mann, du kannst gar nicht arbeiten. That elbow just leveled. Ja. And there's a destructive right by Kozlov. So ein Move, ey. Kozlov bringt mich auf. Nun müssen wir wieder ein bisschen einspielen. Ich habe schon ein bisschen wieder gespielt und so, aber irgendwie einspielen. 29. Oktober kommt ja jetzt SmackDown vs. Raw 2011 raus. Das werde ich sofort LP'en. Wenn wir sofort kommen, sofort LP'en und ja. Ich hoffe, ich habe noch Zuschauer dann, die das verfolgen werden. Und schön Kommentare schreiben. Nein, nee, müsst ihr das nicht machen, aber ich freue mich immer wieder drauf. Das ist immer schön, sowas zu lesen. That's a serious shot there. Igitt. So. Das war ein Wheel Kick. Heißt irgendwie so Wheel Kick.